So, liebe Gemeinde, 3, 2, 1 und los. Liebe Gemeinde, die gute Nachricht ist, es war Steuerung F12. Die schlechte Nachricht ist, ich habe keine Ahnung, ob das Laden des Spielstandes jetzt funktionieren wird. Denn wenn das Spiel bei diesem Speichern abstürzt, hat es diese unangenehme Angewohnheit, einfach den ganzen verfickten Spielstand zu korrumpieren. Hoffen wir einfach, dass das Spiel diesmal nicht abstürzt und wir Glück haben. Das ist echt ein Problem. Ich muss echt mal genau nachschauen, wie ich das Problem lösen konnte. Das stimmt mich unglücklich. Ansonsten müsste ich nämlich die ganzen 1 Stunde und 50 Minuten neu machen. Und ich wäre nicht glücklich darüber, diese ganzen 1 Stunde und 50 Minuten Aufnahme neu zu machen. Ich müsste es tun. Ohne Aufnahme, versteht sich. Das würde ich euch dann nicht aufzwingen. Dann würde ich einfach versuchen, genauso zu agieren wie vorher. Aber ich möchte es wirklich nicht. Weil wir noch eine ganze Menge getan haben. Und jetzt sagt das Wetter vorher und dann lass uns auf den Knopf drücken und dann stürzt das Spiel wieder ab und dann töte ich die Welt. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Es lebt! Quicksave! Bevor irgendwas mit dem Spiel passiert, es lebt! Oh, ich bin so glücklich! Spiel gespeichert. Es lebt. Oh, ihr habt keine Ahnung, wie froh mich das gerade stimmt. Genau, wir werden aber noch dabei, hier die Stadtmauern fertigzustellen. Warum ist es noch keine Stein... Ach komm, hier bauen wir keine Steinstraßen gerade. Stadtmauern. Mit den schönen, schweren, großen Türmen. Das sind halt ein paar gedoppelte Leute, aber was soll's. Und jetzt haben wir Glasmangel. Glaub's ja nicht. Wir können aus dem theoretischen eine Armee ausheben, wenn wir Proviant hätten. Da macht man leider nichts. So, die Oktopus hat Sachen mitgebracht. Und wir wollten noch ein paar Sachen rüberbringen, damit wir kurz mal demonstrieren können, wie Landhandel aussieht. Das bedeutet hauptsächlich ein paar Werkzeuge und Holz. Können wir kurz mal rüberschippern. Gut, die Oktopus möchte auf die nächste Expedition gehen. Der Umstand ist einfach... Okay, wir haben ausreichend Fisch. Wir haben jetzt praktisch keinen Ruhm mehr, aber den werden wir erstmal für gar nichts brauchen. Da können wir Most benutzen. Müssen wir nämlich nicht so viel von mitnehmen. Und auf dem Weg. Außerdem unsere Glasproduktion möchte definitiv verstärkt werden. Wir werden definitiv einen riesigen Haufen Glas im Dom brauchen. Wie schön, euch wiederzusehen. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ah, das kriegen wir hin. Können wir hier Glas herstellen? Hier haben wir noch 52 Tonnen Glas sitzen. Ente. Nimm dir die Steine mit. Bring die mal hier runter. Flaggschiff. Was führt dich zu mir? Nimm das Glas von Korsaren mit. Nimm dir auch mal seine Musik. Ach, seine Musik musst du nicht mitnehmen. Davon haben wir. Nimm dir trotzdem seine Mosaik mit. Und hat er kein Glas? Nein. Ah, doch. Steine wollten von ihm mitnehmen. Du also.
Das war der Plan. Unsere Nachforschungen haben zu neuen Erkenntnissen geführt. Hat sie nicht gerade erst geforscht? Ich frage gar nicht. Ich bin zufrieden. Wir müssten nicht überall diese schweren Türme setzen, nur Ihr an die Schiff Ecken. Ihr Schiff hat sich auf eine Expedition ins Ungewisse begeben. Gewährt mir die Ehre eurer Unterstützung. Erste Teil nach Umfang, ach gut. Da könnte das Flaggschiff vielleicht drum kümmern. Haben wir irgendwo eine freie Korge? Ja, hier. So, das kann hier rüber. Und du kannst hier runter und den ganzen Kram abholen. Ja, geh mal runter und hol den ganzen Kram ab. Nur das Glas. Die Kanäle sind gleich bei euch. Dann prügeln wir nämlich eine Glasproduktion raus. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ein Quarzbruch, ein Pott Ascher macht zweimal... Okay, gut, das ist easy. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Sobald die Werkzeuge angekommen sind, könnte das funktionieren. Wir haben hier einen Quarzbruch, umso besser. Pott Asche. Die können wir uns gerade leisten, einfach zu erbauen. Die Werkzeuge können wir übrigens die hier abreißen. Genauso wie wir die Goldmine einreißen können, um die Werkzeuge zu kriegen, hier die wir brauchen. Hier sind sie, eure Waren. Niemand liefert schneller als Karim. Wir haben keine Werkzeuge für dieses Gold. Ich frag nicht. Wir können aber hier noch ein paar hiervon einreißen, die wir nicht brauchen. Das Teil jetzt zum Beispiel ist kein Paar weg. So, dann bist du in der Lage sein, zwei weitere Glasschmelzen anzuziehen. Da und da. Einmal Pottasche. Und zwar hier so hin. Kriegt ein bisschen Wasser drumherum. Kriegt eine Straßenanbindung und sei glücklich. So, arbeitet. Perfekt. Eine Aufwertung ist drin und der ganze Rest kann jetzt konfisziert werden. Zumindest das Glas. Den Rest lassen wir hier. Da können wir zurück noch eine weitere Glasproduktion anschmeißen. Können wir uns von Karim einfach was herstellen lassen. Hier müssen wir, glaube ich, nicht diese krassen Türme hinsetzen, oder? Theoretisch mal versuchen, mit diesen Türmen ein bisschen zu agieren. Die sehen jetzt nicht so gut aus, dass sich das wirklich lohnen würde. Kommt hier der hin. Muss in die innere Ecke noch einer. Ich würde theoretisch sagen, ja. Ihr Schiff ist wohlbehalten von der Expedition zurückgekehrt. Ein verwegener Steuermann. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann macht euch mal bereit zur nächsten Expedition. Flaggschiff, wo bist du? Flaggschiff war hier, um hier seinen Kram einzusammeln und abzuliefern. Waren liefern, 5 Tonne, 15 Tonnen. 5 Tonne? Habe ich gerade 5 Tonne gesagt? Ich schäme mich ja schon. Wir haben es genau falsch rum. Aber diese Massen an Waffen werden wir ohne nicht brauchen, also können wir die ruhig einsetzen. Die abergläubischen orientalischen Seeleute übernimmt einen freien Ratssitz. Glauben, dass es glauben auf offener See ein Geist ein Schiff unbemannt und verlassen dort eine Die abergläubischen orientalischen Seeleute glauben auf offener See spuke ein Schiff. Unbemannt und verlassen treibt es dort. Also hier bittet sich der Sache auf den Grund zu gehen. Sag mal, geht's noch gut live? Ihr habt starke Konkurrenten. Hab ich nicht. Sorgt dafür, dass die Ratsversammlung sie fallen lässt. Bleiben. Wenn du mich so lieb bittest, trag ich... Nein. Gut. Ach, dann setzen wir doch nur die schweren Türme. Hier muss einer hin, irgendwo in die Mitte. Die Ecke muss noch versehen werden und...
Andererseits, nee. Setzen wir einfach normale Türme in die Mitten. So, dann ist das nämlich vertretbar, wenn wir es überall so machen. Hier könnten wir theoretisch einfach zwei normale Türme als Eingang nehmen. Könnten sogar ein bisschen mehr Platz lassen. Dann bräuchten wir keinen Stadttor am Hafen. Eine Produktion? Habt ihr in der euch anvertrauten Sache? Und ich finde, das sieht ausgesprochen hübsch aus. Ja, habe ich. Wie hier schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Mit anderen Angelegenheiten nicht. Was auch, wenn du beleidigst, also hier. Bei. Und der Sultan wird davon erfahren. Da muss nichts zwischen. Wir haben nicht darauf geachtet, was er von uns will. Wir werden das gleich sehen. So. Das ist vertretbar, finde ich. Ausgesprochen vertretbar. Liefern Sie die Karte. Und wir kriegen dafür eine Geheimnis- und witterte Schatzkarte. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir sie benutzen. Sie finden auf dem Schiff nur Staub, morsche Knochen und eine unleserliche Karte, die Sie als Beweis zu Alsa hier bringen. Der Großvizier beauftragt umgehend seine Schreiber, die Karte zu entziffern. Alles klar, was soll er machen? Das geht mich doch nichts an. Doch, wie ich gerade sagen wollte, wir können hier Landhandel jetzt betreiben, weil wir jetzt einen Anschluss an, ja, über Land haben. Das ist auch nur dank der EAM wieder möglich. Dafür müssen wir so eine Handelsgelder. Ich bin weniger als nichts neben dir. Das hast du gut festgestellt. Und dann können wir hier Karawanen ausheben. Wir speichern. Nur falls das Spiel oder der Rechner irgendwie auf die Idee kommt, nicht damit klarzukommen, was wir hier tun. Spiel gesichert. Dann können wir beispielsweise hier einen Scout ausbilden, danach eine Eselskarawane und Kamelkarawane. Dann können wir die einfach alle mal gezeigt haben. Und die können dann hier mit live. Neue Einheiten sind bereit. Zu Diensten, mein König. Ach, Anno 1523. Neue Einheiten sind bereit. Zu Diensten, mein König. Ja, mein König. Neue Einheiten sind bereit. Ja, mein König. So, da sehen wir die. Und die können ganz schön krass handeln mit Leuten. Du kommst genau richtig. Hör zu. Nein. Ich dem Sultan von Danke. Also hier, du hast keine Ahnung, wie sehr du mir gerade den Arsch gerettet hast. Sehr lieblich. Halt die Klappe. Eine Produktion. Ohne eure Hilfe kann ich diesen nicht erfüllen. Wer hätte es gedacht? Er möchte einen Schatz haben. Wo ist die Ente? Die Ente möchte auf Expedition gehen. Ach, oder wir schicken. Nein, wir schicken. Wir schicken die Monsun. Ist ein bisschen schneller unterwegs. Wir kriegen 75 Ruhm für die ganze Aktion. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Oder jetzt haben wir alles eigentlich. Die Stadt steht soweit. Seid ihr bereit, den nächsten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen? Der Dombau kann beginnen. Und wir schauen jetzt, dass wir kurz mal den ganzen Rest hier noch ein bisschen verbauen. So, was setzen wir hier überall denn rein? Außerdem können wir jetzt, ja stimmt, wir können jetzt auch den venezianischen Palast bauen. Der im Endeffekt nichts anderes ist als der Palast aus Anno 1701. Sieht aber auch ähnlich genug den Palast aus 1503 aus. Das ist doch unglaublich, dass nicht. Nein! Das passt nicht. Hier passt er. Naja, mehr oder weniger. Der würde. Moment mal, der würde tatsächlich besser passen. Außerdem hat er noch so schöne Bogengänge und solche Sachen. Oder so ein Tor. Können wir eigentlich Triumphbögen bauen? Ich hatte ja irgendwas in Triumphbogen gäbe.
einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Also ich weiß, dass es gab in 5.3 den Triumphpunkt. Ich glaube, ich erinnere mich, dass es in 7.1 auch einen gab. Wahrscheinlich gab es in 7.1 einen. Aber ich meine, dass es auch in IAM einen gegeben hat. Ich erinnere mich zumindest ganz grob, glaube ich. Wir haben es geschafft. Wenn nicht, dann halt nicht, aber... Das ist halt eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Gut. Wir wissen, dass das hier passieren muss. Hierhin oder dorthin? Oder besser noch. Das sind solche Straßen, das war nicht der Plan. Gut, und jetzt können wir daneben, da drumherum. Was setzen wir da drumherum? Wie wäre es mit ein paar schönen Kübelpflanzen oder eine Hecke? Wir könnten eine Hecke rumziehen, wir könnten ein Fresko drumherum ziehen, wir könnten die Blume da herumziehen. Da wäre ich mir aber, glaube ich, nicht zu sicher. Abgesehen davon, dass wir hier noch diese Sachen anbinden müssen. Dinge nehmen allmählich Strukturen an. Ich bin mir nicht sicher, was für welche, aber sie nehmen sie Allah an. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Was wollen wir mit so einer geraden Anzahl an Dingen machen? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wir könnten hier theoretisch Hecken langziehen. Um das hier ein bisschen aufzufüllen. So, den Weiher. Den möchte ich auf jeden Fall irgendwo in der Stadt haben. Nicht direkt hier, da macht er wenig Sinn. Hier macht er auch ausgesprochen wenig Sinn. Hier ist er ein bisschen bewälderter vielleicht. Erstmal kommt sie noch die Straße drum. Nein, die richtige Straße. Hier haben wir also noch ein bisschen Platz, den wir nutzen können. Hier ist noch Platz. So viel Platz, den wir noch für diverse Dinge nutzen können, das ist unglaublich. Kein weiterer Friedhof. Ein Gaukellager wahrscheinlich eher weniger. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Alles klar. Passt auf. So eine Statue ist doch wunderschön vor so einem kleinen Marktplatz. Die Frage ist, was für Plätze benutzen wir dafür? Es gibt jetzt verschiedene Zierplätze, die wir benutzen könnten. Und wir würden dann irgendwelche von den großen Zierplätzen benutzen. Oder wir könnten die kleinen Zierplätze in Mustern anordnen. Zum Beispiel, wenn wir dann hier sowas machen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Die Sachen ja ein bisschen paketieren. Das wäre eine Option, die wir hätten. Würde sich aber schlecht anschließen an diesen Zierplatz. Der ist zu klein zu paketieren. Der ist zu klein zum Paketieren. Der paketiert mit gar nichts. Der ist einfach nur dunkel. Nein, der ist nicht nur dunkel. Aber der ist nicht auf die Art und Weise geeignet, wie wir gerne hätten. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Platz haben wir überhaupt. Wir haben genauso viel Platz. Heißt, wir haben genauso viel Platz, wie wir brauchen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Wir paketieren woanders. Setzen das wieder weg. Dann holen wir hier die große Statue hin. Da können wir hier so ein paar Marktchen dazwischen setzen. Aber zuerst einmal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Betieren, wenn man das teilweise sonst nie wiederfinde. So. Das Schöne ist, man kann die Dinger auch so runtersetzen, dass der Untergrund irgendwie überarbeitet wird und dann. Ah, von was hätten wir vorher machen müssen, nicht wahr?